Shows und so hat sie so gemacht. Was kann ich dafür? Ist mir egal. Mann, das war nur Spaß mit uns. Ist ja auch richtig rot geworden, ne? Der ist ja echt peinlich, oder? Ja. Ja, witzig. So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zu diesem grandiosen Video. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, es wird heute, glaube ich, sehr, sehr peinlich für mich. Sehr cringe. Und ich weiß nicht, ob ich danach Single bin nach diesem Video. Aber ich würde sagen, wir haben uns heute gedacht, wir reagieren auf meine alten TikToks. Die krassen Macher-TikToks, die geilen, da war ich doch ein fucking Macher. Aber jetzt bin ich einfach nur ein scheiß Yoshi. Spaß. Jetzt bin ich ein Gewinner und früher bin ich ein Verlierer. Ja. Wir fangen jetzt erstmal direkt an, aber ich habe noch eine große Ankündigung für euch. Und zwar, ab dem 1.12. kommt was sehr, 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 sehr Krasses. Auf TikTok werden wir euch noch nicht spoilern. Hier können wir es schon mal sagen. Und zwar haben wir uns beide überlegt, dass wir einen sozusagen YouTube-Weihnachts-Adventskalender auf YouTube machen. Das bedeutet, jeden Tag ein Video und in jedem Video wird ein Buchstabe im Laufe des Videos irgendwo vorkommen. Und nach diesen 24 Videos sozusagen, das ergibt dann sozusagen einen Satz. Und wer diesen Satz errät, kann bei einem Gewinnspiel teilnehmen, wo man unter anderem ja, iPhone, AirPods, alles. Also 24 Geschenke gibt es, das heißt, es gibt auch logischerweise 24 Gewinner von euch da draußen. Also mit 24 Preisen könnt ihr dann gewinnen und habt die Chance, ein Geschenk von uns zu bekommen. Aber dafür müsst ihr aktiv sein und die Glocke aktivieren und uns abonnieren, sei es auf Instagram, auf YouTube, TikTok, überall. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los! Okay, Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Unser Cutter hat uns einfach random TikToks geschickt. Ich hoffe, ich werde nicht zu hart blamiert. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an mit dem ersten TikTok. Oh, ein Video von dir. Ey, das war jetzt peinlich, Bruder. Da warst du schon verliebt in mich. Das ist ja so peinlich gerade. Nein, guck mal, das bin doch, ich nicht. Doch, du warst verliebt schon. Ich bin das Warum nicht. Warum hast du es mir nicht direkt schon gesagt? Ich bin das nicht. Da. Das ist Arabjam. Nein, das bist du. Oh, Mann. Nein, ich will es nicht sehen. Mann, das ist nur... Mann, guck mal, das ist... Ja, okay, aber warum lächelst du sie beim Spring so... Das war nicht angelächelt, Mann. Das hast du nicht. Natürlich! Nein, du hast es nicht gesehen. Mann, hör doch auf! Du hast das... Wo hab ich gelächelt? Also die ganze Zeit erstmal? Ich lächle doch gar nicht. Sie hat gelächelt. Sie hat mich angelächelt bei dieses Shows und so hat sie so gemacht. Was kann ich dafür? Und warum freust du dich darüber? Wir wollen wissen, wieso sie sich getrennt haben. Ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Deswegen bin ich jetzt extra zu Baba gegangen. Und ich weiß nicht, getrennt hat, aber. Wo ist denn der? Da bist du ja, Baba. Baba. Sei mal ehrlich jetzt, die Leute wollen das auch wissen. Warum hast du dich mit Mama eigentlich getrennt? Und zwar ganze Zeit alles gut und schön. Ja. So, dann kommst du. Ja, und dann? Ja, das ist der Grund. Ja, witzig. Das war cool. Ich weiß ja nicht, wann das war. Da sahst du voll komisch aus. Da war ich Dinner, ne? Viel besser noch. Nein. Hab, Mucki. Du findest mich fett jetzt. Nein, aber du warst kein Mucki-Dings. Du sagst so Mucki. Also findest du Mucki cooler und schöner. Attraktiver und besser. Ist okay. So, jetzt das nächste. Ich sehe schon am Bild, es wird, glaube ich, cringe. Das ist so niemals passiert, okay? Wir blenden das einfach aus. Warum hast du dich ständig über deine Lippen geleckt? das ist so cringe. Ist ja auch richtig rot geworden, ne? Der ist ja echt peinlich, oder? Ja. Danke, dass du das geschickt hast. Hast du es noch drin? Ich glaube schon.
Da war es die Zwiebel? Es waren wirklich tatsächlich, an der Stelle waren es echt viele Zwiebeln. Achso, das war's schon. Da gibt es keine Aufklärung, warum du geweint hast. Die gibt es dann natürlich wie immer in der Insta-Story. Stark. Würde ich sagen. Sehr informatives Video. Ja, lass dich so stehen, machen wir einfach weiter. Weißt du, wie lange Valentino und ich da standen, um das so synchron wie möglich zu machen? Dieses Video ist ein Macher-Video. Weißt du, wie krass das war? Ist mir egal. Mann, das war nur Spaß mit Abis. So, du hast ja also gecatcht. Oh, das ist Panic, oder? Nein. Das ist nicht Panic. Aber vielleicht kommst du drauf, wer es ist. Valentino. Nein. Guck doch die Haare einfach. Boah, zum Glück muss ich mich nicht rechtfertigen. Sie weiß schon, dass das auf jeden Fall kein Mädchen ist. Wer ist das? Warte mal. Jan. Nein, Mann. Zeig mal die Haare nochmal. Das ist ein TikToker. Ah, Jihad. Ja, das ist Jihad. 100%, wenn ich den jetzt anrufen würde, der würde sagen, einfach nein, das ist er nicht. Ich sehe schon an dem Bild, jetzt kommt mein allererstes TikTok, was ich jemals gedreht habe. Das allererste. Boah, also wird's brutal cringe jetzt. Das allererste TikTok, was ich je gemacht habe. Süß. Ja. Wirklich sehr süß, aber du siehst, warum siehst du das komisch aus? Ja, nee. Was ist mit deinem Gesicht? Das war aber unsere Schule, wo wir das gedreht haben. Nein, du warst ohne mich in der Schule. Okay. Du hast wie in dem Mädchen geatmet. Krass, yeah. Wie du bist. Jetzt weiß ich Mann, das war früher. Adisuna, ich trau mich nicht. Komm schon, komm einfach raus. Okay. Also okay, aber in welchem Film warst du? Oh, Adisuna. Ey, das Video witzig, ich sag ehrlich. Komm, bist du traurig wegen Ambisona? Nein. Mann, das ist einfach, das war doch immer einfach nur Unterhaltung. Wenn ich beleidige, piept er das? Oh mein Gott. Was ist das für ein Pullover? Komm mal, 2021? Holte Scheiße. Wie, das war letztes Jahr. Ja, ich glaube schon. Okay, ich würde sagen, machen wir einfach das letzte Video an, ohne viel reden einfach. Oh mein Gott, deine Hose! Meine Hose und dieses Cargo-Oberteil mit der Jeansjacke. Ja, die Mittelfinger! Diese Brille auch. Ja, die Jeffrey Dahmer, was hast du da für deine Haare, deine Brille? Baby, ich weiß nicht, was früher mit mir los war, aber es war halt einfach so. Das war das schöne Video mit meinem alten TikTok. Hat es dir gefallen, oder? Mhm. Ich würde sagen, ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo. Am Mittwoch kommt einen Tag lang Elaine ignorieren. Das war toll, wundervoll. Oder? Ich habe den Tag geliebt. Ich würde sagen, abonniert, Glocke aktivieren, postet das Video jetzt in eure Stories und aktiviert den Kanal wegen 1.12. Ab da kommt jeden Tag ein Video und wir haben auch mal eine kleine Überraschung für euch. Wir werden auf jeden Fall in der Zeit unterwegs sein. Soll ich schon sagen, wo wir sind? Nein. Das erfahrt ihr dann, aber wir sind auf jeden Fall unterwegs und wir werden etwas sehen, was ihr vielleicht noch nie auf TikTok irgendwie gesehen habt, dass irgendwelche TikToker mal da waren. Deswegen würde ich sagen, ja. Ey, markiert mich mal alle bitte unter seinen alten TikToks. Geht auf seinen TikTok-Kanal, scrollt ganz, ganz tief runter, markiert mich da alle. Ich will diese ganzen Videos sehen, aber ja. Bitte nicht. Haut rein. Ciao.